und mit deutlicher Mehrheit nur gegen den Willen einer einzigen Partei alles durchgegangen. Wir haben jetzt dank der Stadträte, dank der verantwortungsvollen Stadträte, die Möglichkeit, zunächst für ein Jahr bekommen wir einen höheren Zuschuss von 1,3 Millionen. Und wir vermutlich wirtschaftliche Bedingungen zu haben. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir im laufenden Jahr, also praktisch in der nächsten Saison, dann eine langfristige Lösung für das Stadion bekommen. Aber erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank euch. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielen Dank und guten Morgen.